Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge meines Podcasts rund um die Themen Stricken und Häkeln und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 4. November 2019. Heute habe ich zwei Sachen an, die nicht ganz so alt sind. Das Jäckchen, was ich anhabe, ist eigentlich fast mehr ein Kleidungsstück als ein Accessoire, aber macht ja nichts. Die Anleitung heißt Whiskey Spring Shrug. Und das habe ich damals als Testknit auch gemacht. Also als habe ich Test gestrickt für die Designerin, die aufgerufen hatte, wer Lust hat, das Test zu stricken, dann bekommt man die Anleitung und kann die Anleitung überprüfen auf Fehler und auf Verständlichkeit und Ausdruck und so weiter. Und ja, das ist so ein kurzes Bolero-Jäckchen. Das ist vom Aufbau ganz einfach. Es ist eigentlich nur ein Rechteck, was dann an zwei, was zusammengeklappt wird. Dann hat es zwei Nähte und dann kommt an den Armlöchern noch ein kleines Bündchen dran. Und die Besonderheit ist, dass man dann rundum so ein Bündchen, oh nee, Quatsch, das war nicht rundum gestrickt. Das fing an mit einem Bündchen. Das ist auch mit zusammengenäht. Und das obere Bündchen, das hat dann so verkürzte Reihen und dadurch ist der Kragen oben länger als der unten und man hat hier sowas, was man umschlagen kann und das ist ganz praktisch, dass das so im Nacken noch ein bisschen wärmer hält. Und das ist natürlich auch wieder Sockenwolle von Opal und zwar hat das Design arbeitet mit vier verschiedenen Farben. Das eine ist eine Farbstellung aus der Serie Sunrise und dann hatte ich eine Farbe aus der Regenwald-Serie. Und dann gibt es noch ein einfarbiges Jeansblau und einfarbiges Grau. Und das fällt jetzt deshalb nicht so auf, weil die Fäden immer doppelt genommen werden. Und hier ist Sunrise doppelt genommen. Und dann ist das Sunrise mit dem Grau gedoppelt. Dann ist das Grau und das Blau gedoppelt. Und dann ist das Blau wieder mit dem Regenwald gedoppelt. Und ich glaube, der Regenwald ist dann wieder in sich gedoppelt. Deshalb wirkt der Streifen zum Beispiel relativ einfarbig, aber die Farben kommen halt immer wieder anders raus. Und zusätzlich dazu, dass man so viele verschiedene Farben doppelt nimmt, kommt dann noch dazu, dass man immer wieder Hebemaschen gestrickt hat in dem Muster und den Faden vorne laufen lassen hat. Also das mit den Fäden ist tatsächlich die Vorderseite und die Rückseite wirkt relativ, also es sieht aus wie glatt links. Da fallen die Hebemaschen eben nicht so auf, dadurch, dass die Fäden auf der Vorderseite laufen. Ja, also das war ein ganz witziges Projekt. Das hat sich gut stricken lassen. Die Anleitung war gut geschrieben. Kann mich gerade überhaupt nicht erinnern, ob überhaupt Fehler drin waren. Aber für die Designerin ist das ja immer gut, wenn sie die Sicherheit hat, dass andere auch mit den Formulierungen klarkommen, dass die Zahlen so weit aufgehen, gerade jetzt auch bei den verkürzten Reihen. Und ja, und darunter habe ich ein Kleid an. Das heißt, bei mir auf Ravelry Mohair Kleid ist aus Lana Grossa Wolle gestrickt, aus der Silk Hair Print. Hatte meine Schwester mir mal dieses schöne Blau-Grau geschenkt. Das waren also Knäule, die schon so bunt waren. Das sind alle Farben im Knäuel drin. Und ich steige jetzt nochmal auf den Stuhl und zeige euch das so ein bisschen. Genau. So lang ist das. Und ich habe jetzt hier einfach die Maschen so ein bisschen gerüscht, da wo dann die Abnahme ist zum Körper hin. Da war in der Anleitung, war da eigentlich eine Kellerfalte gedacht, also dass die Maschen so irgendwie so zusammengerafft werden. Aber das hat mir nicht gefallen. Ich bin prinzipiell kein großer Freund von Kellerfalten und dann so direkt auf dem Bauch fand ich jetzt auch nicht so wirklich günstig. Und ja, und deshalb habe ich das dann einfach, und das Rückteil war so in der Anleitung geschrieben, dass die Maschen einfach so gerafft werden und dann habe ich einfach die Anleitung fürs Rückteil für beide Teile genommen und finde es auch schön, dass es jetzt symmetrisch ist. Durch den Ausschnitt hat es ja doch ein klares Vorne und Hinten. Ja, und ja, da wollte ich noch sagen, ich habe, wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich bei meinem 500. Post habe ich einen kurzen Text geschrieben und habe drei Bilder von mir gezeigt, hier in meinem Laden und ich glaube, auf zweien davon habe ich dieses Kleid an und da hatte ich auch schon einen Kommentar bekommen, ob ich das mal im Video zeigen kann. Das habe ich jetzt hiermit erledigt. Die Jacke, die ich auf dem einen Foto drüber trage, die kann ich leider nicht zeigen, weil ich die schon verschenkt habe in der Zwischenzeit. Das war so eine, ich habe das immer Quadratjacke genannt
Und ich habe auf jeden Fall vor, nochmal so eine Jacke zu stricken, allerdings mit einem anderen Lochmuster, weil ich damals das Lochmuster und den Schnitt in Kombination nicht so günstig fand. Und mein Ziel ist es nach wie vor, das gleiche nochmal zu stricken, aber mit einem anderen Lochmuster, was dann besser zu der Konstruktion passt. Ich habe das auch schon mal angefangen, also der Prototyp liegt irgendwo in der Ecke und ich habe das Muster schon mal ausprobiert. Sobald ich daran weiter stricke und die Anleitung aufschreibe, werdet ihr das hier erfahren. Aber jetzt habe ich das Kleid zumindest gezeigt und ich finde, dieses Jäckchen passt auch sehr gut dazu. Das trage ich sehr, sehr gerne so in Kombination. So, dann zu den Sachen, die ich gestrickt habe. Ich habe zwei fertige Projekte zu zeigen. Das eine wird nicht sehr überraschen. Das sind nämlich die Socken, die ich fertig habe. Das ist die Opal Frozen. Jetzt habe ich gerade auf dem Schlauch gestanden, aus der Serie Frozen, das Grün. Und dann habe ich gedacht, das ist perfekt, um Spendensocken zu stricken für die Aktion Grüne Socke vom Eierstockkrebsverein Deutschland. Und jetzt fällt mir ein, dass ich vergessen habe, die Banderole auszudrucken. Das werde ich noch machen, bevor ich die Socken spende. Ich wollte sie euch eigentlich zeigen, aber ihr könnt einfach auf der Homepage von dem Verein, das verlinke ich euch unten, da könnt ihr gucken. Und da gibt es ein. Kann man irgendwo auf Aktion Grüne Socke klicken und da gibt es irgendwo auch den Hinweis, dass man die Banderole runterladen kann und ausdrucken kann. Und da kann man dann draufschreiben, welche Schuhgröße das ist, wenn man will, wer es gestrickt hat. Und dann haben die Helfer, die nachher die Socken verteilen, ist einfach leichter. So, das war das eine fertige Projekt, was, denke ich mal, nicht überraschend war. Ihr habt die Socken letzte Woche gesehen und es war nicht mehr viel zu machen und es ist dicke Wolle. Aber das andere Projekt, das habe ich schon ganz lange nicht mehr hier gezeigt. Und zwar werden Leute, die schon länger meinen Podcast verfolgen, sich vielleicht erinnern, dass ich mal auch einen Teststrick mitgemacht habe. Und zwar für die Anne Wettstein von Strick mit Kick. Die hat einen Pullover entworfen und hat die Anleitung Phantom genannt und hat damals Teststricker gesucht, die auch ein bisschen kleinere Größen stricken. Und dann hatte ich mich damals gemeldet und habe den Pullover angefangen zu stricken. Und so sieht die Passe aus. Das ist zweifarbiges Patent. Ich habe für die äußere Farbe eine achtfache Opal-Sockenwolle genommen, die so rot-blau ist. Und die Anna hat in ihrem Design aber für die zweite Farbe ein dünnes Garn genommen. Das heißt, dieses türkisfarbene Garn, das ist nur vierfaches Sockengarn, ist also halb so dick wie die Wolle außen. Ja, und das fand ich eine ganz witzige Idee. Und dann hat man diese Passe eben gestrickt. Mit Zunahmen, dass es größer wird, aber auch so ein paar Abnahmen, dass man so ein bisschen Muster bekommt. Und ich hatte damals das Vorderrückteil dann fertig gestrickt nach Anleitung. Da ging dann vorne nochmal so. Achso, der Witz war, dass das Vorderrückteil wird dann nur mit der dicken Wolle gestrickt und die Ärmel werden nur mit der dünnen Wolle gestrickt. Aber im Vorderteil liefen ein paar Patentmaschen runter und dann gab es hier unten nochmal so ein zweifarbigen Mustereinsatz. Und die Ärmel waren einfach gerade runtergestrickt, unten wurde alles mit I-Cord abgekettet und ich hatte Vorderrückteil und einen Ärmel soweit fertig gemacht, dass ich den Test als fertig definieren konnte und dass ich auch eben gucken konnte, ob alles mit den Zahlen und in der Anleitung so passte. Und ja, und dann war ich selber für mich aber nicht glücklich damit, dass sich dieser I-Cord-Rand unten sehr gerollt hat. Bei den Armen war es nicht ganz so schlimm, das hat sich ein bisschen gerollt, aber gerade am Rückteil, wo kein Mustereinsatz war, hat sich das ganz, ganz, ganz stark gerollt. Und da sich glatt rechts einfach immer rollt, wenn es nicht gerade Mohair ist, wusste ich auch, dass sich das wahrscheinlich nicht ändern wird und habe mir dann überlegt, die Kanten anders zu stricken, wenn die Anleitung erstmal veröffentlicht ist und der Test beendet ist. Und ich hatte dann schon den ersten Ärmel. Hatte ich dann schon mal aus, also den einen hatte ich ja nach Anleitung gestrickt, aber den zweiten nicht. Und da habe ich dann schon mal ausprobiert und habe dann unten im Ärmel nochmal eine zweifarbige Patentborte gestrickt. Innen ist also wieder das Türkis und außen das Rot-Blaue. Und das hat mir gut gefallen. Das rollt natürlich überhaupt nicht. Und nachdem jetzt also die Anleitung veröffentlicht wurde, habe ich dann den zweiten Ärmel auch noch gestrickt. Und dann habe ich unten auch den I-Cord aufgemacht und habe unten rundum auch noch mal ein kleines zweifarbiges Patentbündchen gestrickt.
Ich habe alles mit einem I-Cord abgekettet, allerdings mit der dünnen Wolle und nicht der dicken. Dadurch, dass ich ja jetzt schon den Patentrand habe, wollte ich es nicht noch dicker machen. Und das Spannende an dem Pullover ist, das ist ja prinzipiell bei zweifarbigen Patent, dass die andere Seite auch oft ganz interessant aussieht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Genau. Und dann sieht der Pulli nämlich so aus. Und das finde ich eigentlich auch total schön. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von glatt links, aber das finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Und dann hat man eben viel, viel mehr von dem Türkis, was man sieht. Ja, also ich habe den Pulli dann letzte Woche fertig gestrickt, habe den übers Wochenende gewaschen und ist ganz kuschelig weich, ist ein bisschen noch länger geworden. Also gerade die Ärmel sind ein bisschen länger geworden, das war aber sehr gut. Die waren ein bisschen knapp gestrickt und ja, bin insgesamt sehr zufrieden mit diesem Pullover oder den beiden Pullover, die man damit tragen kann. Und irgendwann ziehe ich die auch mal im Podcast an. Aber dadurch habe ich ein zweites fertiges Projekt für diese Woche und bin froh, dass ich das jetzt auch von meiner Liste abhaken kann. So, dann zu den Sachen in Arbeit. Da habe ich heute alles so ein bisschen in Gruppen sortiert. Also die Decke kommt als erstes und dann habe ich zwei Paar Socken, drei Jacken, zwei Haramakis und noch eine Hose, also die gleiche Hose, die ihr schon kennt. Und ich habe ein neues Projekt angeschlagen, aber nichts von dem, was ich letzte Woche überlegt hatte, anzuschlagen. Davon habe ich nichts gemacht, aber was anderes. Zeige ich euch, sage ich euch nachher. So, zu meiner Decke. Heute zeige ich euch erst das Quadrat, was für heute ist. Dann vergesse ich das nicht. Da habe ich nicht viel. Da habe ich nur die ersten zwei Runden gehäkelt vorhin, damit ich überhaupt einen Anfang habe. Und ich war aber am Wochenende recht fleißig bei dem Rest der Decke. So, das ist wieder der obere Teil. Da hat sich ja nichts geändert. Ups. Die obere Hälfte war ja soweit fertig. Und an der unteren Hälfte hatte ich letzte Woche die 6 Quadrate ja nur so mit einer ganz dünnen Naht angehäkelt. Da konnte man das dann nicht so gut sehen, weil die so lose rumhingen. Aber da habe ich jetzt sämtliche Quernähte gehäkelt und ich habe auch schon die Umrandung gehäkelt. Also das waren die 6 von letzter Woche und das sind die 6 von, also das sind die 6, die ich letzten Montag gezeigt habe, vorletzte Woche gehäkelt habe. Und das sind die 6, die ich jetzt in der letzten Woche gehäkelt habe. Ups. Na, die Größe der Decke macht es nicht leichter, das zu zeigen. Aber ich denke, ihr könnt es sehen. Und ja, ich hatte ja schon mal angefangen, die Umrandung zu häkeln, hatte dann das Restknäuel liegen gelassen und habe jetzt dadurch, dass ich hier die Quernähte gemacht habe, konnte ich jetzt weiter häkeln. Und hier ist jetzt tatsächlich mein erstes graues, also anthrazitfarbenes Knäuel zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt schon in dieser Decke 100 Gramm Anthrazit drinstecken, in diesen Nähten und in diesem ersten Teil der Umrandung. Und da setze ich dann natürlich erst wieder an, wenn ich dann die restlichen Quadrate dran habe. Genau, hier sind jetzt noch so ein paar wieder, die noch ein bisschen lose sind, weil ich die dann erst wieder zusammenhäkel, wenn dann hier unten die anderen Quadrate drankommen, dass ich dann wieder das in einem durchhäkeln kann und nicht ganz so oft den Faden abschneiden muss. Aber die Tatsache, dass das Ding langsam unhandlich wird, zeigt aber auch, dass es eben jetzt dem Ende zugeht und ich in 2 Wochen alle Quadrate fertig habe. Und dann weiß ich noch nicht genau, es wird bestimmt ein bisschen dauern, bis ich dann alle Fäden noch vernäht habe und den Rand noch drumherum gehäkelt habe und so. Und dann werde ich sie ja auch noch waschen und ich werde sie nicht doll spannen, aber ich werde sie ein bisschen in Form ziehen und ich werde es auch feststecken, weil das jetzt durch die Nähte und dadurch, dass die Quadrate witzigerweise nicht exakt gleich sind, obwohl es alles vierfädige Wolle ist und ich immer die gleiche Nadel und Maschenzahl genommen habe, sind sie doch ein bisschen ungleich. Und interessanterweise sind die Schafpatenquadrate ein bisschen kleiner und ich glaube, die schwarz-weißen Quadrate aus der Regenwald-Serie sind, glaube ich, die größten. Und ja, und da gibt es halt so ein kleines Spektrum, wo die sich bewegen. Und das ist zwar jetzt durch das Zusammenhäkeln, gleicht sich das ja an.
aber noch schlägt es ein bisschen Falten, ist es noch ein bisschen uneben. Und ich denke, wenn es dann gewaschen ist und glatt hingelegt wird und festgesteckt wird und dann trocknet, dann wird es auch eine schöne gleichmäßige Decke. Und ich denke, ich werde euch die Decke dann einmal vor dem Waschen zeigen, wenn sie fertig ist, und dann nach dem Waschen nochmal, dass ihr auch sehen könnt, was das für einen Unterschied macht. So, das war die Decke. Dann kommen wir zu den Socken. Da haben wir noch zwei Paar übrig, dadurch, dass die grünen Socken fertig sind. Das hier ist die zweite von meinen Oktobersocken aus der Wolldackelwolle. Dadurch, dass jetzt November ist, werde ich hier versuchen, ein bisschen Gas zu geben, dass ich die möglichst bald fertig kriege. Und dann möchte ich auch möglichst bald die Novembersocke anfangen. Da weiß ich aber auch mal wieder nicht ganz genau, was ich machen will. Und die zweite Socke, die ich in Arbeit habe, ist das fünfte Paar Kinderspiralsocken. Blaue Opal mit Seidewolle und Neongelb von Opal. Und die erste Socke hatte ja die schmalen Streifen. Und das wird jetzt die zweite Socke mit den Blockstreifen. Und erfahrungsgemäß ging die zweite Socke mit den Blockstreifen immer ein bisschen schneller, sodass ich auch hoffe, dass diese Socke bald fertig ist, da es ja auch nur eine Kindersocke ist und keine Ferse hat. Hoffe ich, dass das auch zügig geht. Aber da muss ich dann gucken, welcher Socke ich mehr Aufmerksamkeit widme. Mal sehen, was sich ergibt. So, dann habe ich drei Jacken in Arbeit und ich habe an allen drei Jacken gestrickt. Ich fange heute mal mit der Kapuzenjacke an. Das ist die mit der Kapuze eben. Sechsfache Opalwolle, schön bunt, beide Ärmel sind fertig. Und da habe ich jetzt mit den Taschen angefangen. Und das ist ja so eine spezielle Konstruktion aus dem Buch. Das Buch heißt Eine runde Sache. Alle Sachen in dem Buch sind rund gestrickt. Deshalb ist auch die Kapuze in dieser etwas ungewöhnlichen Form, damit man das eben rund stricken konnte. Und ja, die Kapuze ist so eine Sache für sich. Die mache ich eventuell wieder ab. Aber was richtig cool ist, sind die mitgestrickten Taschen. Hier ist der Anfang der Tasche jetzt zu sehen. Also ich habe eine hintere Schicht und ich habe eine vordere Schicht und die sind nicht miteinander verbunden und ich stricke trotzdem alles immer nur mit dem einen Faden und dem einen Knäuel. Und das ist eben eine ganz interessante Konstruktion, dass man dann mit hin und her stricken und eine Masche stricken, eine abheben, einmal die vordere Schicht strickt und dann einmal die hintere Schicht strickt und dann muss man eben ein paar Mal da hin und her gehen, damit beide Seiten auch gleich schnell wachsen. Und dann strickt man wieder rüber zur anderen Seite der Jacke, weil man ja beide Vorderteile und das Rückteil alles gleichzeitig strickt. Und dann wiederholt man auf der anderen Seite das gleiche Manöver. Genau. Ich habe es noch nicht ganz im Kopf, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Ich muss immer noch ins Buch gucken. Aber ich denke, wenn ich es noch ein paar Mal gemacht habe, vielleicht merke ich es mir dann auch. Es ist ja nur im Prinzip das Gleiche, weil auf der einen Seite ist es in der rechten Reihe und auf der anderen Seite in der linken Reihe. Und interessanterweise ist das auch wieder an diesen Randmaschen sehr deutlich zu sehen. Also ich finde diese Kante sehr hübsch und ordentlich, aber diese Kante sieht ganz anders aus und hat diese großen Maschen und finde ich nicht ganz so hübsch. Es ist jetzt nicht so ein großes Problem, dass ich irgendwas wieder aufmachen würde, aber ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht hinterher das nochmal umhäkel oder ein I-Cord dran stricke oder irgendwas mache. Aber das warte ich ab, bis es fertig ist und ich dann gucke, wie sehr es mich stört, ob sich das lohnt, da was zu machen. So, das war die Kapuzenjacke. Dann habe ich meine Harvestjacke von meinem Knit-Along. Sind immer noch, glaube ich, einige Leute auch dabei. Nicht, glaube ich, ich weiß, dass einige Leute noch dran stricken. Meine Schwester strickt noch und auch im Stricktreff sind einige noch dabei. Die eine hat mich auch gebeten, möglichst langsam an meiner Jacke zu stricken, weil sie Angst hat, ich fange schon den nächsten Knit-Along an, bevor sie fertig ist. Aber das werde ich jetzt nicht, hetzen und das muss jetzt nicht so schnell gehen. Und ich habe aber auch tatsächlich nicht allzu viel gemacht. Ich hatte ja beide Ärmel fertig und stricke jetzt am Vorder- und Rückteil und habe da ja ein Stückchen gestrickt. Also das wäre jetzt tatsächlich mal ein Projekt, wo es sich eventuell lohnt, ein
so einen Fortschrittsmarkierer reinzuhängen, wie weit ich heute war, damit ich dann nächste Woche gucken kann, wie viel sich getan hat. Dadurch, dass jetzt ein gefühlter halber Kilometer immer nur geradeaus geht, habe ich sonst selber auch keinen Überblick, was ich geschafft habe. Also vielleicht mache ich das tatsächlich, dass ich nachher mal da so einen sogenannten Progress Keeper, einen Fortschrittsanzeiger reinhänge. Und dann kann ich euch nächste Woche zeigen, wie viel ich genau in dieser Woche gestrickt habe. Das ist achtfache Sockenwolle von Opal, eine Farbe von vor 2 Jahren. So lange plane ich die Jacke schon. Und ich freue mich, dass sie jetzt endlich gestrickt wird. Falls noch jemand Lust hat mitzumachen, man kann jederzeit einsteigende Harvest-Jacke stricken. Die Anleitung ist von Tin Can Knits, ist kostenlos. Und es gibt auf Ravelry eine Gruppe für meinen Podcast. Findet ihr unter Kikos Strickschule, wenn ihr bei Ravelry unter Gruppen guckt. Und da gibt es einen Diskussionsfaden für die Jacke. Da findet man auch schon so ein paar Tipps und Hilfen, wo verschiedene Leute Fragen beantwortet haben. Und ihr könnt die Bilder sehen von den Leuten, die mitgestrickt haben oder noch mitstricken. Da gibt es schon einige schöne fertige Jacken zu sehen, aber auch so ein paar Bilder, wo Leute eben noch dabei sind. Ja, das war mein Knit-Along. Und dann gibt es noch einen anderen Knit-Along, an dem ich sozusagen teilnehme. Und zwar beim Kunkelkall mache ich mit. Da wird die Jacke Stripes Gone Crazy gestrickt. Und das ist meine Stripes Gone Crazy Jacke. Und soweit haben wir jetzt gestrickt. Also dürfen wir seit letztem Samstag stricken. Und wie man sieht, habe ich ganz, ganz viele bunte Farben da drin. Die Grundfarbe ist Anthrazit Opalwolle mit Seide. Und in den Streifen habe ich 12 verschiedene bunte Opalgarne genommen. Und zwar sind das Wollreste von einem Rock, den meine Schwester mir gestrickt hat. Wenn ihr genau wissen wollt, welche Wolle das ist, müsst ihr ein paar Folgen zurückgehen. Da erkläre ich das alles. Genau, und Stripes Gone Crazy, die Streifen spielen verrückt, heißt es deshalb, weil die Streifen eben auf dieser Seite schmal sind und dann hier aber breit. Und auf der Rückseite sieht man, wie das funktioniert. Nämlich, dass die schmalen Streifen von hier immer breiter werden und 3 reichen dann bis vorne und die anderen hören aber dann unten auf dem Rückteil auf. Und das wird jetzt hier immer kürzer und schneller. Und ja, im Moment hat die Jacke eine ziemliche Beule an der Seite. Also im Moment geht das hier ziemlich raus, sieht fast aus wie so ein Röckchen. Und hier kommen jetzt noch 5 Streifen dran, dass man die gleiche Länge hat wie hier. Und die verkürzen sich dann auch immer mehr. Also so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Und aber ich finde, es sieht ganz lustig aus. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Farbwahl und ich denke, das wird ganz lustig werden und freue mich schon aufs Weiterstricken. So, das waren die 3 Jacken. Jetzt kommen die beiden Haramaki. Und zwar stricke ich da einmal ein Kinder-Haramaki. Das ist dieses hier. Und das ist auch eine Farbe von Wolldackel, aber nicht auf Sockenwolle gefärbt, sondern auf reiner Merino-Wolle. Das ist das Knäuel und so sieht es bis jetzt aus. Also ich habe vorhin mal gemessen, ich werde noch 1 oder 2 Zentimeter dran stricken. Dann entscheide ich, dass die Hälfte fertig ist. Und dann werde ich das meiner Schwester geben und sie bitten, ob sie die zweite Hälfte strickt. Die soll nämlich glatt rechts werden. Dadurch hat das Haramaki dann zwar, auch wenn es in der gleichen Farbe ist, 2 Hälften. Und dann kann man das mal so und mal so tragen und kann wenigstens ein bisschen damit rumspielen. Und ja, das machen wir eigentlich ganz gerne. Und die Schwester von dem kleinen Empfänger und auch die beiden Cousinen und der Cousin haben alle schon so ein Haramaki. Und dann wird es jetzt Zeit, dass er auch eins kriegt. Und ja, da bin ich dann gespannt, wann meine Schwester dazu kommt, das zu stricken. Und ich zeige es euch aber dann trotzdem, wenn es fertig ist, weil ja die eine Hälfte doch von mir ist. So, und das zweite Haramaki, das ich für mich stricke, da habe ich ja in der ersten Hälfte mit doppelten Faden gestrickt. Das bunte ist ein Knäuel aus dem Opal-Abo und der zweite Faden ist einfach weiß. Und dann hatte ich mich ja schon darauf gefreut, dass wenn die Hälfte fertig ist, ich dann mit der achtfachen, auch aus der Serie Frozen, da gab es, was heißt zufällig, aber da gab es eben die gleiche Farbe, die auch im Abo schon gekommen war. Das heißt, ich habe die gleiche Farbe einmal in dünn und einmal in dick gehabt
Und hätte natürlich jetzt auch ein Haramaki stricken können, was auf der einen Hälfte dünner ist und mehr Maschen hat. Aber ich wollte das gerne mit diesem Weiß gedoppelt und dann die Farbe pur ausprobieren. Und ich finde, das sieht ganz, ganz lustig aus. Also es ist irgendwie kein großer Unterschied, dass das Weiß jetzt wegfällt, aber es ist doch ein Unterschied. Und ja, ich freue mich drauf. Das ist so ein typisches Ding, was ich nebenbei machen kann. Da muss ich jetzt ewig lang nur rechte Maschen stricken. Aber das sind so schöne Farben und da freue ich mich sehr, sehr drauf, wenn es fertig ist. So, dann das Höschen. Das ist auch ein Opal-Abo-Knäuel. Das ist aus dem letzten Abo gewesen und da stricke ich im Rahmen der Musterschlacht eine Mameluka-Hose und da bin ich nicht viel weitergekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weitergekommen bin als beim letzten Mal, aber so weit bin ich im Moment. Und ich muss noch ein ganzes Stück weiter stricken, Bündchen stricken, bevor dann der Hosenteil richtig anfängt. Also das dauert noch. Genau, was ich vergessen habe aufzuschreiben, ist mein Urlaubstuch. Da habe ich auch nicht dran gestrickt, aber ich versuche es eigentlich immer aufzuschreiben, damit ich es erwähne und damit es in Erinnerung bleibt und ich dann doch mich irgendwann hinsetze und das weiter stricke. So, das waren jetzt alle Sachen, die letzte Woche auch schon in Arbeit waren. Und jetzt habe ich eine Sache neu angeschlagen. Und zwar habe ich eine neue Decke angefangen. Mich hat ja das Deckenstrickfieber so richtig erwischt. Und eigentlich überlege ich schon die ganze Zeit, was ich nach der Häkeldecke, die ich jetzt in Arbeit habe, was ich danach so als geplante Decke machen kann, wo ich dann schon vorher plane, wann ich wie viel stricke oder häkel. Aber da kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden und ich bin im Moment auch am Überlegen, ob ich das vielleicht auf nächstes Jahr verschiebe und jetzt in der Vorweihnachtszeit mich damit nicht noch stresse, sondern die nächste Decke erst im Januar anfange. Aber die Decke, die ich jetzt angefangen habe, die ist nämlich nicht so wie die letzten drei Decken, die ich gemacht habe, wo ich immer einen genauen Plan hatte, wann ich wie viele Quadrate mache. Aber es sind wieder Quadrate und es ist auch das gleiche Muster im Prinzip wie meine vorletzte Decke. Das ist jetzt das erste Quadrat und die Anleitung ist im Prinzip die Anleitung The Coziest Memory Blanket. Und nach der hatte ich ja wie gesagt, die vorletzte Decke auch schon gestrickt. Und da hatte ich aber aus Resten gestrickt und hatte dann, wenn die Reste größer waren, auch die gleiche Farbe mehrmals dann benutzt, immer mal wieder. Und habe jeden Tag ein Quadrat gestrickt und einfach darauf abgezielt, dass ich in einer bestimmten Zeit diese Decke fertig habe. Aber diese Decke hat jetzt ein bisschen eine andere Logik. Also zum einen habe ich zwei Sachen geändert, damit es nicht ganz das gleiche ist. Ich habe die ersten zwei Reihen schwarz gestrickt und das werde ich bei jedem Quadrat machen, sodass meine Quadrate dann alle durch so ein schwarzes Gitter abgetrennt sind voneinander. Ich denke, dann kommen die Farben auch nochmal schön raus. Und ich habe die Abnahme anders gemacht. Bei der anderen Decke hatte ich zweimal hintereinander zwei Maschen rechts zusammengestrickt und hatte das ganze Quadrat kraus gestrickt. Und hier habe ich jetzt in der Mitte eine doppelte zentrierte Abnahme gemacht und stricke in der Rückreihe die Mittelmasche links, sodass ich eine Glattrechtsmasche habe. Das heißt, ich habe dann senkrecht und waagrecht die schwarzen Linien und schräg habe ich dann diese rechte Masche, die dann durch die ganze Decke durchläuft. Und der Gedanke bei dieser Decke ist, nicht, dass ich in einem bestimmten Zeitraum Quadrate stricke, sondern immer, wenn ich ein Projekt fertig habe. Und das war jetzt der Pulli, das war der Anlass, dass ich sagte, jetzt fange ich an. Das Quadrat ist ja die gleiche Wolle wie die Ärmel und die Rückseite der Passe. Und die andere Wolle von dem Pulli, die kommt natürlich nicht in die Decke, weil das eine achtfache Wolle ist. Und in diese Decke kommt nur vierfache Wolle. Aber anders als bei der anderen Decke wird es keine reine Opaldecke, sondern alle Projekte aus Sockenwolle, die ich stricke und fertig kriege, kommt dann ein Quadrat rein. Also ich habe schon überlegt, dass ich gerne das Wolldattelquadrat von dieser Socke hier direkt daneben hätte und die Reste von dem Haramaki hätte ich gerne auch dann schon in der Decke. Und ich könnte aber dann auch diese beiden Farben mit reinstricken und das wird noch ziemlich lang dauern, bis es fertig ist, aber das kann dann auch irgendwann mit in die Decke kommen. Und somit ist das dann eine Decke, von der ich jetzt noch nicht festgelegt habe, wie groß sie werden soll. Und da ich ja nicht im Voraus weiß, wann ich mit welchem Projekt fertig werde, habe ich auch noch keine Ahnung, wie schnell die Decke vorankommt. Aber dadurch, dass ich immer, wenn ich ein Projekt fertig habe,
mir vornehme, dann so ein Quadrat zu stricken, und ein Quadrat dauert ja auch immer nicht lang, stelle ich mir so vor, dass die Decke so nach und nach wächst. Und das Interessante ist dann eben, dass die meisten Farben nur einmal in der Decke auftauchen werden. Es sei denn, ich mache in der gleichen Wolle nochmal ein anderes Projekt. Das kann ja auch sein. Ich habe auch schon überlegt, wenn die Häkeldecke fertig ist, das sind ja 10 Farben. Und ich vermute, dass ich von den meisten Farben genug übrig habe, um ein Quadrat zu stricken. Wahrscheinlich nicht von allen, aber das muss ich nochmal sehen. Also dann könnte die Decke mit einem Schwung ein bisschen mehr wachsen. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Ja, damit habe ich euch alles gezeigt, woran ich letzte Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!